Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich euch erstmal was vorstellen. Und zwar habe ich einen neuen Kompressor bekommen von der Firma Implotex. Ich bin mit dem Chef in Verbindung getreten und er war so frei. Natürlich, wenn ich ein bisschen Werbung mache, ganz klar, aber Win-Win-Situation, jeder hat was davon. Ein richtig gutes Teil. Und zwar ist der ölfrei und sehr leise. Also es ist wirklich ein leiser Kompressor. Wenn ihr mal diese Baumarktkompressoren kennt, die rattern ja richtig laut, die könnt ihr nicht in der Garage, geschweige denn in der Wohnung laufen lassen. Dieser hier geht doch. Also ich habe lang gesucht nach einem Kompressor, habe mich auch schlau gemacht im Internet. Und ihr kennt ja, ich habe eigentlich nach einem Airbrush-Kompressor gesucht. Airbrush sind meistens diese kleinen Tanks mit 6 Liter oder sowas oder ein bisschen größer. Da ist gleich die Luft wieder leer. Die Kompressoren müssen halt immer richtig stark pumpen. Dieser hat einen 30 Liter Tank, also genügend Luft. Den könnt ihr theoretisch dann auch in der Werkstatt benutzen. Und jetzt zeige ich euch das einfach mal, dass ihr das mal hört. Anmachen. Also ihr seht, so leise wie ein Airbrush-Kompressor und ihr könnt mich immer noch gut verstehen. Das könnt ihr sonst mit dem Baumarkt-Kompressor nicht. Gut, richtig gutes Teil, wie gesagt, ölfrei, ihr braucht keine Wartungsarbeiten durchführen. Ab und zu hatte ich ein Ablassventil, das sollte einfach mal Wasser ablassen, also Kondenswasser. Wobei ich dazu sagen muss, sie sind außen beschichtet und innen beschichtet, also auch noch ein riesen Vorteil. Gut, das wollte ich euch mal zeigen, weil ich finde es richtig geil, ich habe lange danach gesucht und jetzt habe ich mal einen großen, wo ich wieder richtig arbeiten kann. Weil mein kleiner ist kaputt gegangen, muss ich auch dazu sagen. Cool. Was ich euch heute zeigen möchte, und zwar wer das letzte Video gesehen hat mit diesem roten Bild, da habe ich euch in Kleinigkeit verschwiegen, weil ich das nachträglich gemacht habe. Ich habe diesen Swirl gemacht, habe es dann laufen lassen, habe dann ein bisschen Silikon reingemacht und jetzt kommt das Geheimnis, und zwar habe ich danach mit einem Klarlack drüber gesprüht. Und dadurch sind die Effekte gekommen. Weiß jetzt vielleicht auf Instagram, ich setze es, denke ich mal, heute auch noch rein. Dann könnt ihr das auch mal schauen. Und das werde ich euch ein bisschen anders, aber auch zeigen. Das heißt, wie gesagt, ich mache einen Swipe dieses Mal wieder, setze ein paar Punkte mit Silikon und dann mache ich mit Klarlack drüber. Ich habe aber dieses rote Bild, muss ich auch noch dazu sagen, mit diesem Medium glänzend von Bösner gemacht. Und heute mache ich das oder probiere das mit dem Vinylkleber. Also, dann lasst uns starten. Und ich bin wie gesagt so froh, endlich kann ich wieder was machen. Ich kann euch dann auch mal wieder Airbrush Sachen zeigen. Dann passt das. Also, lasst uns starten. Bis gleich. So Freunde, das Bild ist 40 auf 40 cm. Ich habe hier weiß, schwarz und gold. Also nur drei Farben. Da habe ich jetzt zwei Spachtel, da mache ich nachher den Swipe. Mal entscheiden, wie ich das mache, mit dem großen Spachtel oder kleinen. Da ist 300er Silikon. Dann lasst uns loslegen. Also wie gesagt, kein Silikon drin, noch gar nichts. So, sorry, jetzt für den Kontrast. Ja.
Okay. Lass mal schön zusammenlaufen. Und etwas die Luftblasen rausmachen zum Anrühren. Okidoki. Und dann vielleicht hier noch ein bisschen Schwarz rein. Aber ihr werdet sehen, es verwischt sich schön gut. Ich schaue jetzt auch mal, dass ich schon recht gut reinkomme an die Kanten. Ja, noch etwas Weiß hier rein. Aber den Rest lassen wir eh laufen. Wenn wir etwas heller machen. Darum lasse ich mir immer etwas übrig. Gold rein. Und etwas abwischen. Dann nehme ich da jetzt auch mal die kleine. Ich denke, das reicht schon. Es kann natürlich sein, dass hier noch etwas Silikon vom letzten Mal dran ist. Ganz bekommt man es ja nie weg. So, den Rest lasse ich jetzt etwas laufen, damit man natürlich auch über die Kanten kommt. Ja. Ich denke mal, da war noch ein bisschen Silikon an der Spachtel. Aber das seht ihr eigentlich auch, was ihr machen könnt, wenn ihr nur ein bisschen Silikon an der Spachtel habt. Das ist natürlich wieder dieser Vorführeffekt. Aber ich schaue mal, wenn ich jetzt etwas erhitze, ob das wirklich, aber ich glaube schon, das ist von der Spachtel. Aber müsste nur ganz wenig sein. Ihr seht also die restlichen kleinen, das ist eigentlich nur Luftblasen. Aber na, können auch Luftblasen sein. Ihr seht also, selbst wenn ich hier heiß mache, es geht nicht auf wie normal beim Silikon. Das dürfte nur, aber da haben wir viel Luftblasen drin gehabt. Ist nicht so ganz so toll. Aber nobody is perfect. Okay, theoretisch können wir es jetzt eigentlich schon so lassen, weil das
schon gut aussieht. Behaupte ich jetzt mal. Okay, jetzt brauche ich einen kleinen Becher. Kleinen Becher. Habe ich vergessen zu holen. So. Ihr kennt das ja. 300 Sekunden. Ich tue hier etwas rein. Wie gesagt, ihr braucht nicht viel, das reicht vollkommen. Ihr taucht ja nur die Spitze ein. Und normal habe ich die ganz dünnen Stäbchen. Komm, aber ich nehme mal so einen Schaschlik-Spieß, mit dem müsste es auch gehen. Und jetzt setze ich mir einfach wieder ein paar Zellen, so wie ich es haben möchte. Und zwar einmal hier, hier, hier. Ihr seht, wie es schon reagiert. Könnt ihr auch zwei zusammensetzen, das heißt praktisch einmal hier und nebendran nochmal eine. Und dann gibt es so eine Zwillingszelle. Das mache ich jetzt nämlich. Oder ihr setzt einfach eine Reihe und ihr seht also, wie oft ich da reintauche, ohne dass ich Silikon nachhole. Und je enger die enger ihr die aufeinander setzt, so wenig können sie sich ja ausdehnen. So. Aber ich mache jetzt wieder nicht zu viel. Ich mache noch so einen Zwillings. Also zwei Stück nebeneinander. Müsst ihr mal versuchen, ganz eng zusammensetzen. So. Und hier mache ich vielleicht noch wie so eine Blume. Das Spiel kennt ihr ja auch schon von mir. So, ich könnte das nämlich hier noch etwas in die Mitte ziehen. Ja, aber das passt. So, und jetzt habt ihr das Problem, dass sie sich ziemlich weit ausdehnen, die Zellen, wenn das jetzt normal so lassen würdet. Also es ist wie gesagt mit diesem Vinylkleber angerührt und dadurch arbeitet es ja ziemlich noch nach. Und jetzt probiere ich das nämlich. Wo habe ich es hingestellt? Da hinten. Falsch. Und zwar hier habe ich ein ganz normal im Prinzip Klarlack. Varnish schimpft sich das von Montana. Das solltet ihr aber gut lüften und es auch irgendwo draußen abtrocknen lassen und vor allem Maske aufziehen. Leider finde ich nach meinem Umzug die Maske immer noch nicht, muss man glaube ich eine neue kaufen, ist egal. Ich mache es nur schnell für euch und ich bin jetzt in der Hoffnung, dass es im Prinzip dann nicht mehr so weit auseinander geht, sondern so bleibt und vor allem natürlich auch glänzend abtrocknet. Also wie gesagt, mit diesem Medium Glänzen vom Bösner, da habt ihr natürlich den Vorteil, es trocknet circa nach einem Tag oder 24 Stunden. Der Vinylkleber braucht ja immer etwas länger und das wollte ich hiermit auch mal testen. Und vor allem, wie gesagt, dass die Zellen nicht so weit auseinanderlaufen. Okay.
Ich sollte vielleicht die Kanten noch zumachen, sonst sieht das bescheiden aus. So, also ist natürlich nicht jedermanns Sache, wie gesagt, aber ich probiere es immer gern für euch aus. So, bevor es zu weit arbeitet, schauen wir mal, ob das damit auch funktioniert. Das ist wie so eine bremsende Schicht, so stelle ich mir das vor, bildlich. Kann natürlich auch schief gehen, wie gesagt, mit dem Medium glänzend hat es funktioniert, ihr habt es ja gesehen. Aber mit diesem Vinylkleber weiß ich noch nicht, das testen wir jetzt einfach. Wie gesagt, das stinkt natürlich auch etwas, also schaut, dass er da wirklich mit Maske arbeitet und am besten gut belüftet. Ui. Gut, dass ich hier noch war. Ich mache das am Rand einfach auch, damit ich nicht so herunterläuft. So, ich habe jetzt meinen Pullover davor. Malen wir zwei Schichten, also erstmal eine und dann nochmal eine drauf. Bin gespannt, ob es am Rand dann auch wieder solche Effekte gibt wie beim dem roten Bild. Aber ich weiß nicht, bei dem Vinylkleber. Wir schauen. So, mache jetzt noch die zweite Schicht. Und dann schauen wir. So Leute, ich lasse keine 10 Minuten einwirken, sondern ich zeige es euch jetzt gleich. Und dann stelle ich es nämlich weg. Okay, dann bis gleich. So Freunde, ich habe auch mal das Licht noch mal verändert. Ich hoffe, es kommt jetzt etwas besser. Also, dass es nicht so verspiegelt. Seht ihr hier diese, wo ich zusammengelegt habe? Das sind meine Zwillings. So, da auch noch die Reihe. Das ist ja der Rand hier. Da wieder die Zwillings. Da ist sogar ein Drilling geworden. Und dieses hier hat sich eigentlich so ergeben. Ich glaube, das waren wirklich Luftblasen. Na, gar nicht so schlecht. Ein guter Effekt. Okay. Dann lasst es mich rausstellen. Und dann zeige ich es auch euch getrocknet, weil dann sehen wir den Unterschied. Okay, schauen wir, ob es was gebracht hat. Bis dann. Tschüss.